so nach ewig rumstehen in eisiger Kälte und ein bisschen U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn und alles und Bus und alles hin und her, sind wir jetzt hier vor so einem amerikanischen Dinner. Case Original Jones American Dinner. Da wollen die Buam heute Abendbrot essen, weil, weiß ich nicht. Ich habe gar keinen Hunger. Ich gehe mal rein, ich gucke mal. So, wir befinden uns jetzt im American Dinner. Und da es ein bisschen wärmer ist, kommt die Laune vielleicht ein Stück zurück. Ja? Hinter mir hängen die Freiheitsstatue. Da hängt der schmalzige Elvis. Ich habe gerade einen Shiny Wollbeat gefangen. Jenaya hat einen Wollbeat gefangen, einen Shiny. Und der Hannes hat draußen gelesen an der Karte, es gibt USA Miller Bier. Was hast du bestellt? Mile Bier. Ich nehme das Usmile Bier. Ja. Usmile. Was? Ich habe sie nicht verstanden. Was haben sie gesagt? Usmile Bier. Aber das ist doch richtig, das war auf einer Meile schon mal dabei. Das ist also das Miller. Das haben wir auf einer Meile schon mal getrunken beim Kaufland hier. Miller. Guinea Pig Draft, ne? Also mit Meerschweinchen. Und das ist die Karte. Das sieht halt alles schlimm aus. Es ist laut. Da oben ist Skisprung. Obwohl die Musik nicht dazu passt. Hier gibt es natürlich richtig amerikanisches Zeug, vor allem die Burger. Wir haben jetzt hier Jones Burger bestellt. Pure Spicy Chili Beef Burger, Jones Fries. Und da steht ernsthaft scharf. Du benötigst ein Glas Milch. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich scharf sein soll. Hannes wollte sich erst einen Low-Carb-Burger bestellen, ohne Brötchen, ohne Pommes, einfach nur Fleisch mit Salat. Jetzt hat er aber den Elvis-Burger genommen. Purer Beef-Burger mit Erdnuss, Butter und Crispy Bacon. Hupsi hat einen normalen Cheeseburger, aber die sind hier hoffentlich ein bisschen größer, ein bisschen brutaler und mit Cheddar-Cheese, wie hier steht. Und dann gibt es natürlich auch leckere Sandwiches, Stardust mit Onion Rings, Mozzarella Sticks, eine ganze Platte mit Chicken Wings, Chicken Fingers. Es gibt Crunchy Salate, es gibt Cheese Steaks, John's Philly Cheese Steaks und ja, vieles mehr. Zum Beispiel heiße Getränke, Weine, süße Träumchen, originale Shakes. Der Bubsi hat sich noch so einen Bananenshake geholt. Der schmeckt auf jeden Fall richtig genial. Ist der beste Bananenshake, den sie sich bisher geholt hat, den ich probieren durfte. Bin mal gespannt, wie die Burger aussehen und ob die wirklich richtig scharf sind oder was damit los ist. Eigentlich habe ich absolut keinen Hunger. Ist total schlecht. Von dem Miller-Bier. Nein, davor schon, aber so, wenn da so ein scharfer Burger steht, muss man den natürlich mitnehmen. So, ich habe mich in der Zwischenzeit jetzt mal ausgezogen. Das ist mir aufgefallen, wir sind der einzige Tisch mit einer Rotlichtlampe. Da ist Rotlicht. Alle anderen Tische haben irgendwie weißes Licht, was halt richtig gut aussieht. Aber deswegen jetzt mit dem weißen T-Shirt bringe ich noch mal ein bisschen Weißigkeit rein. Ich habe mal gefragt, wie die Scoville von dem Burger sind. Konnte er nicht genau sagen. Dann habe ich gefragt, was ist das denn für eine Chili, die hier oben liegt? Er meinte, das wäre vielleicht sogar eine Thai-Chili. Also 40.000, 50.000 Scoville dürfte das dann haben. Da sind die Pommes mit dabei. Sieht ganz gut aus, ja. Ist auf jeden Fall schön zurecht gemacht. Mit der Chili oben drauf habe ich so auch noch nicht gesehen. Und Hannes mit seinem Elvis Burger, der eigentlich nur aus Bacon besteht, weil der Elvis sonst nicht so fettige Haare hätte, und Erdnussbutter. So. Da wollen wir jetzt mal probieren, wie das schmeckt. So, da könnt ihr nochmal den Burger sehen, bevor die Kamera runterfährt. Möchte ich jetzt mir den Zippel rausziehen. Da ist ja mit diesen langen Spießer drin, den mal zur Seite legen. Die Chili auch mal an sich zur Seite legen kurz. Den Burger mal direkt aufeinander klappen. Und schauen, wie das ist, wenn man da direkt reinbeißt. Also es bitzelt ein bisschen auf der Zunge vielleicht, aber ich hätte jetzt mehr erwartet. Dafür, dass direkt draufsteht, am besten nimmst du ein Glas Milch dazu. Seriously, drink a cup of tea, Milch. Aber mal die Pommes probieren. Ich weiß gar nicht, was das für Kartoffeldinger sind. Die sind ein bisschen trocken. Aber irgendwie knusprig und schmecken auch nicht so fettig, wie das sonst, wenn du Pommes hast. Also schmeckt irgendwie gesund und klein und knusprig.
Also wir können ja die Chili mal so probieren, die dabei gelegen hat. Bildet sich plötzlich eine Blase im Hals. Das ist, glaube ich, eine Original-Thai-Chili, wie sie der Brainish Dendal auch mitgeschickt hatte. Von der Schärfe her kommt es hin. Wenn du das so isst, die Chili alleine, ist auf jeden Fall viel schärfer. Also wenn du es auf dem Burger so hast, die kleinen Samen und die Soße. Und das hat wie so ganz leicht so diese Spülmittelnote. Warum auch immer, so ein bisschen nach Seife und dann scharf. So, wir werden jetzt erstmal essen. Dann werden wir wahrscheinlich schon wieder heimfahren. Und heute kommt auch noch Wrestling. Wart ihr schon mal hier beim American Dinner Jones in München? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt bin ich traurig, dass ich gesagt habe, dass es mit dem Bier geht, weil der hat gesagt, geht das in der Flasche oder braucht er noch ein Glas? Ich habe gesagt, in der Flasche geht schon. Wenn ich sehe, was die anderen für Gläser kriegen, Pupsi hat sich jetzt einfach ein Glas Cola bestellt und hat hier sowas bekommen. Sieht aus wie ein Gurkenglas, ja. Ein Glas Gurken-Cola jetzt neu, aber komplett voll mit Eiswürfeln. Richtig fette, große Portion. Das sind 800 Milliliter gewesen. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ist ein Hingucker. Jetzt muss ich es nochmal anmachen und nochmal zeigen. Guckt euch doch mal dieses Fleisch an. Das ist ein richtig saftiger, dicker Fleischbrocken an sich. Der ist innen drin sogar noch ein bisschen rosa. Der ist, der ist saftig, der ist zart. Ich finde den Geschmack wirklich top. Und auch die Pommes, diese Jones-Pommes dazu, die sehen so interessant aus, weil die so eine extrem eigene Form haben, sind irgendwie dünn und knusprig, gleichzeitig aber kartoffelig. Also das ist eine Mischung aus Pommes und Krokette, was ich noch nie so gesehen habe. Schmeckt wunderbar, auch ohne Ketchup, ohne alles, kannst du das so gut snacken. So, und eigentlich waren wir jetzt fertig, aber der Bananenmilchshake von Pupsi hat so gut geschmeckt, dass ich mir jetzt auch unbedingt noch einen nehmen möchte. Ich bin ja nicht der süße Typ, aber der schmeckt wirklich verdammt gut. 7,50 Euro. Aber so schmeckt er auch. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Guckt doch mal hier, die wunderbar. Wo kommt jetzt das Licht her? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sieht er doch wunderbar aus. Den lasse ich mir jetzt noch schmecken. Das nächste Highlight, wie die Rechnung serviert wird. Wir haben jetzt hier das Tablett bekommen. Das sind einfach diese super genialen Trolley-Burger drauf. Für jeden noch einen Trolley. Gummiburger, auch mit Salat, Käse und der Beefscheibe. Wir hätten jetzt insgesamt 102,80 Euro. Wir haben so grob überschlagen. Ich wäre bei 27, habe 30 hingelegt. Der nächste 27, 30 hingelegt. Dann hat man immer mal wieder was vom Stapel weggenommen, was dazugelegt. Und jetzt sind wir rausgekommen bei 110 Euro. Haben nochmal drauf geguckt, was 102,80 mit Trinkgeld.